Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen hier bei Freyas Orakel und Wegweiser. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Wir starten jetzt ins Seelenpartner-Orakel rein. Also, wenn du hier einen Menschen hast, mit dem du dich wirklich tief verwurzelt, tief verbunden fühlst, vielleicht das auch schon für über mehrere Jahre oder über eine längere Zeit, ja, kann aber auch vor kurzem gewesen sein, und du spürst, du hast eine direkte Verbindung zu dem Menschen, ohne dass du vielleicht auch mit diesem Menschen Kontakt hast, dann könnte das jetzt hier dein Seelenpartner-Orakel sein. Ne? Also bedenke bitte, das ist ein Kollektiv-Orakel, kann nicht auf jeden zutreffen, aber vielleicht sind hier wirklich Impulse für dich dabei, wo du merkst, okay, ja, das ist auf jeden Fall für mich dieses Seelenpartner-Orakel. Und wenn es nicht für dich ist, dann sehe das auch bitte so ein. Ich habe auch noch mehrere Seelenpartner-Orakel, da kannst du einmal in meiner Playlist hineinschauen und vielleicht ist da etwas Passendes für dich dabei. Natürlich kannst du aber auch so ein Seelenpartner-Orakel bei mir buchen. Ja, dabei kannst du einmal auf meine Webseite gehen und das, was denkt er, was fühlt er und wohin führen seine nächsten Schritte in meine Richtung. Ne, das kannst du dann hier auf meiner Webseite zum Beispiel buchen, wenn du das natürlich möchtest. Du musst es nicht. Ja, meine Lieben, wundert euch nicht, ich bin erkältet. Aber solange es geht, mache ich das natürlich hier. Und wenn es dann überhaupt nicht geht oder so Orakel machen, dann gebe ich euch das auch Bescheid. Ne? Hier haben wir den Seelenpartner Fritz. Ne? Der ist auch wieder mit im Bunde. Und ja, Fritz ist schon so ein ganz schön großes Geheimnis. Ne? Deswegen steht er auch gerade auf dem Buch. Das Buch mit den 7 Siegeln, würde ich da mal sagen. Ne? Und wie gesagt, dein Fritz. Der wurde vom Kollektiv hier getauft auf den Namen Fritz. Und es ist ja meistens so, dass der Seelenpartner, ne, dass es dann immer vielleicht auch mal Unstimmigkeiten gibt, der Seelenpartner dann einfach mal Reis ausnimmt und du dann immer die Schöne, ne, bist, die sich dann hier auf den Weg zu deinem Seelenpartner macht. Und ja, dann ist er meistens weg. Und du suchst den Seelenpartner dann, ne, und hast vielleicht dann auch keinen Erfolg deswegen und gehst deine eigenen Themen an, drehst dir dann wieder deinen Seelenpartner den Rücken zu und dein Seelenpartner kommt dann wieder hinterhergeschlichen. Ne? Meistens ist es ja so, wenn man seinem Seelenpartner die ganze Zeit dann den Rücken zudreht, dann kommt er erst wieder angekrochen. Ne? So ungefähr. Also so habe ich auch die Erfahrung gemacht. So ist das dann meistens. Aber wenn du den immer so hinterher rennst, ja, diesen Seelenpartner, immer so ziehst, ziehst, ziehst wie an der Leine, ne, dann will der nicht, dann reißt der, dann nimmt der Reiß aus. Ne? Gibst du aber deinen Seelenpartner die nötige Freiheit, machst auch mal Dinge für dich, dann kann es sein, ne, dass der Seelenpartner sich dann auch frei fühlt, dass der sich dann nicht so gezogen fühlt wie so von so einem Gummiband, ne, und dass das dann auch viel, viel besser funktioniert. Solltest du vielleicht mal ausprobieren, wenn du denkst, okay, ja, ich ziehe wahrscheinlich auch immer mal an der Leine von meinem Seelenpartner sehr, sehr rum, ne, dass du vielleicht dann mal die Leine ein bisschen locker lässt und ihn einfach mal machen lässt, ne, und dann dich wirklich mal auch um dich kümmerst. Weil du, meistens ist es ja so, wir vergessen uns hier ganz, ganz oft selbst, ne, weil wir immer nur beim Gegenüber hängen. Ne? Also es ist kein Vorwurf jetzt von mir an euch, das ist ganz einfach mal, probiert es einfach mal aus, ja, um zu sehen, was passiert dann. Gut, meine Lieben. Ja, um was geht's denn beim Seelenpartner gerade? Also dein Seelenpartner beschäftigt sich gerade hier mit dem Gleichgewicht, ne, dass man wieder in seine Erdung kommt, dass man wieder verwurzelt ist, dass man wieder in der Mitte ist. Dann beschäftigt sich dein Seelenpartner mit einer Fruchtbarkeit, ne, er versucht sich wahrscheinlich selbst zu ernähren, also nicht mit Essen, sondern mit Dingen, die ihn natürlich auch gut tun, das, was fruchtbar wird. Und er versucht das Vertrauen auch wieder an andere Menschen zu fassen, ne, dass sich auch be harmonische Beziehungen hier entwickeln. Und komischerweise haben wir hier von der Akasha-Chronik heute auch die Seelenpartnerkarte dabei für das Seelenpartner-Orakel. Und hier ist nochmal das, was ich euch gerade eben gesagt habe. Werde dir selbst zu deinem eigenen besten Seelenfreund und Partner. Ne? Dann kann sich das natürlich auch hier wieder lichten, diese ganze Sache. So, und mein lieber Fritz, jetzt gehst du mal hier runter. Jetzt gucken wir mal, was du hier für ein Geheimnis hast. Und dann haben wir hier, ja, also dein Seelenpartner, der möchte hier wieder zu mehr Stärke kommen, vor allem auch im Inneren. Ne, bei ihm frisst gerade hier, nagt etwas. Das guckt er sich nochmal an, diese ganzen Belastungen, die hat er auch im Rücken hier. Und er schaut auch hier auf Unklarheiten bezüglich eines Kummers.
einer Kommunikation vielleicht auch. Man wünscht sich mehr Stabilität auch in den Gefühlen. Ne? Vielleicht gab es hier Streit irgendwie oder zweifelt. Vielleicht zweifelt man auch an Gefühlen. Man möchte Klarheit gewinnen. Man möchte hier, dass es zu einer Heilung kommt, auch von einem Schmerz. Aber der Fuchs zeigt da immer noch rein. Man ist immer noch irgendwie enttäuscht. Na, wenn du also hier jetzt als Mann zuschaust, guck bitte, auf welcher Seite du dich wiederfindest. Das hier, was jetzt alles angezeigt wird, kann dich jetzt widerspiegeln oder auch dein Gegenüber. Ne? Ich spreche aber hier immer aus der Sicht einer Frau, also dein Gegenüber ist dann jetzt hier ne, der Mann. Oder vielleicht bist du das, dann nimm das für dich so an. Gell? Ja, in den Gedanken hat dein Gegenüber. Dein Seelenpartner gerade hier die Kommunikation in deine Richtung. Man möchte dir hier begegnen mit einer Kommunikation und man weiß aber auch, weil hier der Reiter ist, vielleicht war diese Kommunikation auch hier schon gewesen und jetzt reitet man hier in den Erfolg rein. Ne? Also hier war eine erfolgreiche, tiefe Kommunikation, eine Wunscherfüllung in der Kommunikation gewesen und das kann jetzt schon gewesen sein, weil dein Wunschpartner gerade davon wieder wegreitet. Ne? Also hier war eine Kommunikation, man ist dir begegnet und das war auch eine große Freude mit dabei. Ne, und darüber macht er sich gerade Gedanken, weil er freut sich schon, dass er da mit dir kommuniziert hat. Oder dass er vielleicht noch mit einer Kommunikation auf dich zukommt. Für die einen kann das schon gewesen sein, für die anderen kommt eine Kommunikation hier auf euch zu. Ja, dann haben wir hier in den Gefühlen, das sind schon positive Veränderungen, was er fühlt. Aber für den einen oder anderen kann es sein, hier ist noch eine Schlange dabei, ein anderer Mann, eine andere Frau und dein Seelenpartner fühlt, man muss sich erstmal von dieser Person vielleicht auch trennen oder man kann sich jetzt gefühlsmäßig, wenn Komplikationen, Verstrickungen da drinne waren, sich von diesen Verstrickungen und Komplikationen hier trennen, ne? Die hier vielleicht auch schon eine ganz lange Zeit mit vorhanden sind und man möchte jetzt endlich ins Glück gehen. Das empfindet dein Seelenpartner. Hier werden also positive Veränderungen in seinem Inneren, in seinem Herzen, in seinen Gefühlen geschehen, die hier auch ein Glück verheißen werden. Ja, und dann die nächsten Schritte in deine Richtung sind ganz einfach so. Ja, man wird hier noch ein paar Masken aufhaben, man wird noch nicht ganz ehrlich sein hier, man macht sich viele Gedanken, man fühlt sich auch noch so ein bisschen im Labyrinth. Also dein Seelenpartner macht sich vielleicht auch Gedanken, wie er diese Masken hier absetzen kann und er möchte oder sie möchte sich auch hier für einen Neuanfang entscheiden. Aber die Würfel, die würfeln dafür noch. Ne? Also er möchte schon oder sie möchte schon einen Neuanfang hier mit dir haben, macht sich aber noch viele Gedanken, er hat vielleicht auch Angst, dich irgendwie zu enttäuschen, ne? Oder ist vielleicht auch selbst von sich enttäuscht. Genau. Und die Masken spiegeln auch in die Würfel. Ne? Also man überlegt hier auf jeden Fall noch. So wahres Gesicht kann man noch nicht ganz zeigen. Aber man macht sich hier natürlich mit dem Labyrinth auch schon mal große Gedanken darüber, wie man vielleicht auch in deine Richtung da ehrlich kommunizieren kann. Und hier liegen ja schon die Wege und die Entscheidung ist ja hier schon für einen Neuanfang da. Ne? Genau. Ja, ich würde sagen, das war ein kurzes Seelenpartner-Orakel. Das ist denn so die Gedanken, Gefühle und nächsten Schritte in deine Richtung. Auf jeden Fall freut man sich, ne? Man hat dich in den Gedanken, man hat Freude in den Gedanken, man fühlt aber, man muss sich hier noch von etwas vollständig trennen, ne? Ob von einer anderen Person oder ob von diesen Komplikationen, damit man überhaupt in sein Glück gehen kann, dieses Glück auch leben kann. Und hier findet ein Neuanfang hier bei dir und deinem Gegenüber statt. Und jetzt gucken wir nochmal mit dem Liebesorakel von Toni Kamin Salerno drauf. Was sagt man denn hier noch über dich und deinen Seelenpartner? Okay, das sind drei Botschaften. Die erste Botschaft ist Erfolg. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Das ist schon mal richtig gut. Dann, du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen, lass den Dingen Zeit. Also Zeit ist hier ganz, ganz wichtig, um auch diesen Erfolg hier reinzubekommen. Und dann ist hier noch allein die Zeit, wird es zeigen. Ne? Also das Ganze wird wohl hier noch ein bisschen Zeit brauchen. Und wo sind denn jetzt meine Zeitkarten? Ich habe nämlich Zeitkarten. Und da würde ich jetzt auch, aber ach, hier sind sie doch. Das sind die Zeitkarten von Wolfing von Rohr und Marlena Lewandowska. Und da werden wir jetzt noch mal gucken,
was denn die Zeitkarten hier noch dazu sagen. Wie viel Zeit braucht denn das Ganze hier, um in einen Neuanfang reinzukommen? Und da haben wir hier, achte deine Gefühle, Krebs. Vielleicht bist du Krebs, vielleicht dein Gegenüber Krebs, muss aber nicht relevant sein. Hier geht es darum, dass das Ganze 4 Wochen und 4 Monate dauern könnte. Ne? Du sollst auf jeden Fall auf deine Gefühle hier achten. Und jetzt schaue ich mal noch hier in das Heft hinein, was hier zum Krebs mit dazu steht. Ah, hier ist es doch. Hier ist es doch. Und da sagt man, die Zahl 4, Früchte reifen heran wie in einer Art von Schwangerschaft. Man spürt tief reichende Gemütsbewegung. Und in der Beziehung, höre auf deine innere Stimme, nimm deine Gefühle bewusst wahr und achte sie, auch wenn sie vielleicht gerade Achterbahn fahren oder dir gerade nicht so viel Spaß machen. Denn du sollst hier auf deine Gefühle achten, du sollst auf deine innere Stimme hören, was die dir hier vielleicht auch über deinen Seelenpartner vielleicht mitteilen möchte. Und das Ganze, wie gesagt, könnte 4 Wochen und 4 Monate dauern. Ja, meine Lieben, damit wünsche ich euch noch hier eine schöne Zeit. Ganz, ganz viel Glück, Liebe, und hier wird auf jeden Fall ein Neuanfang reinkommen. Ne? Ciao, ciao.